Servus, liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute wollen wir wieder etwas basteln, und zwar aus Kastanien. Genau, und wenn ihr mal die Kastanie genau anschaut, dann seht ihr, die hat hier immer so einen schönen weißen Fleck. Und der hat mich also an was erinnert, nämlich an einen Bären, den ich im Freigehege im Bayerischen Wald, im Nationalpark Bayerischen Wald, gesehen habe. Ich dachte, Mensch, da könnte man was draus machen. Das sieht fast aus wie so ein Kopf von einem Bärli. Also basteln wir uns jetzt einen Bärenkopf draus. Fangen wir mal an. Als erstes nehmen wir mal den Bären. Der hat ja eine sehr, sehr gute Nase. Ist ja klar, ich meine, der frisst ja einiges weg, der Bursch. Ist ja mehr oder weniger Allesfresser. Honig liebt er natürlich auch, wie wir alle wissen. Deswegen muss der einen entsprechend großen Schnuffel haben. Logisch. So, den malen wir jetzt mal hier auf. Gut, dann hier, so wie ich, ein bisschen so Bartstoppeln. Ne? So, hoffentlich ist das wasserlöslich. Ne? So, dann, so ein Bär muss natürlich auch sehen, logisch. Deswegen machen wir ihm jetzt hier zwei Glotzer hin, zwei Augen. Ja gut, die sind noch etwas dunkel, aber was drauf, das werden wir gleich noch ändern. So, oder? Das lassen wir jetzt so ein bisschen trocknen. Und während das Ganze trocknet, machen wir weiter mit den Ohren. Der hat also ganz runde, puschelige Ohren, der Bär. Dabei, immer wieder sagen wir es, also ein Freund von mir war in Kanada, der hat einen Bären gesehen, einen Grizzly. Beide haben die Begegnung überlebt. Aber was er mir sagte, der sehr gute Freund, bitte so ein Bärli nicht unterschätzen. Man denkt, ja, das sind so riesen Pummel, die sind nicht schnell. Falsch. So ein Bärli kann verdammt schnell werden. Deswegen nicht anlegen damit. So, jetzt machen wir hier mal beim Bären noch weiter. Das Innere vom Auge. Und der andere. So, also solltet ihr im Wald einmal einen Bären sehen, ja, schaut, dass weiterkommt, ist mein Tipp. Als nächstes stechen wir jetzt hier seitlich in den fast schon fertigen Bärenkopf. Zwei Löcher rein. So. Und hier auch noch. Verkehrt rum, das Ohr war schon, ne, ein bisschen größer noch. Bitteschön. Fertig ist schon mal der Bärenkopf. Und jetzt müssen wir den Braunbären eigentlich nur noch zusammen montieren. Hier in einer Kastanie, die schön flach ist an der Unterseite. Da bohren wir mal ein Loch hinein und in das Loch, da stecken wir einen Schaschlikspieß, so, aus Holz natürlich, nicht am Ganzen, aus Metall, logisch. Dann nehmen wir uns jetzt den Bären sein Köpfchen, machen da wieder ein schönes Loch rein mit der Ahle vom Multitool. Die Ahle, das ist dieser Stechdorn, dieser Schafe. Ups, so, jetzt hat er ein bisschen die Röhrchen verloren, aber ist ja wurscht. So. So schaut der Bär ohne Ohren aus, okay? Jetzt werden wir das Ganze nur etwas so austarieren, damit es passt. Ein Öhrchen und zwei Öhrchen. Aber der Bär braucht natürlich auch noch vorne zwei Vorderläufe. Und die kleben wir jetzt hin in Form von Pompons. Nummer 1. Ja, der fällt gleich um vor lauter Glück, weil er jetzt Pfoten hat. Und Nummer 2. So, fertig ist unser betrunkener Bär. Da tue ich jetzt ein bisschen das Ohrwaschel zuschneiden, dass es besser reinstecken kann. Aber immer schön dran denken, so Bären haben ja so lustige, runde, weiche Puschelohren und sehen ja aus, als wenn es niemandem was antun könnten. Ja, jetzt schaut's her, aus zwei Kastanien haben wir uns so einen schönen, lustigen Braunbär gemacht. Aber immer dran denken, nicht die Braunbären streicheln, die könnten etwas sauer werden. Also bastelt jetzt lieber aus Kastanien und ihr seid sicher. Ja, meine lieben Kinderautoren, weitere tolle Bastelideen für drinnen und draußen.
findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen und zwar am besten draußen. Macht's gut bis dahin, pfiat, servus, euer